Kommen wir nun zur vierten Frage. Wie viele Kreuze standen auf Golgatha? Waren es A 4, B 2, C 1 oder D 3? Ich glaube, auf Golgatha wurde öfters jemand gekreuzigt. Und darum glaube ich, dass da insgesamt mehr als 4 Kreuze standen. Kann schon sein, dass auf Golgatha öfters jemand gekreuzigt wurde und dass da insgesamt mehr als 4 Kreuze standen. Aber die Frage ist, wie viele Kreuze standen auf Golgatha, als Jesus zusammen mit den zwei anderen gekreuzigt wurde? Ach so, das ist die Frage. Also wenn Jesus zusammen mit den zwei anderen gekreuzigt wurde, dann standen da wohl 3 Kreuze, also D. Also D. Okay, schauen wir mal nach, ob D stimmt, und D ist tatsächlich richtig. Der eine, mit dem er gekreuzigt wurde, der hat sich sogar noch lustig über Jesus gemacht. Und der andere hat dann Jesus verteidigt und erkannt, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Und daraufhin meinte Jesus für ihn, dass er heute noch neben ihm im Paradies wäre. Also es ist nie zu spät, zu Gott umzukehren.